Computational Thinking mit PBC Microbit. Programmiere mich. Sag mir, was ich für dich tun soll, indem du ein Programm für mich schreibst. Wie du gleich sehen und hören wirst, ist das ganz einfach. Öffne dazu einen Webbrowser. Tippe in die Adresszeile die folgende URL ein: www.microbit.org. Wenn du möchtest, kannst du die Sprache der Website auf Deutsch umstellen. Hier ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Inhalte der Website auf Deutsch übersetzt wurden. Daher arbeite ich nun mit der englischen Version der Website weiter. Klicke auf den Menüpunkt Let's Code. Juhu, endlich geht's los! Um ein Programm für den Microbit zu schreiben, wird eine spezielle Software benötigt. Man sagt dazu auch Editor oder Entwicklungsumgebung. Auf dieser Seite gibt es mehrere Editoren zur Auswahl. Gleich am Beginn dieser Seite wird der Microsoft Mac Code Editor gelistet. Um die Entwicklungsumgebung zu öffnen, musst du auf den schwarzen Button klicken. Ein Computerprogramm besteht aus bestimmten Befehlen, vergleichbar mit den Wörtern einer Sprache. Diese sind von Programmiersprache zu Programmiersprache verschieden. Alle Befehle, die du für die Programmierung des Microbit verwenden kannst, sind in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Klicke auf die Kategorie Grundlagen. Dort sind Befehle zu finden, die sehr häufig benötigt werden. Ziehe nun den Befehl, der eine beliebige Zeichenfolge am LED-Display des Microbits ausgibt, in den grauen Programmierbereich. Du kannst den Text, der ausgegeben werden soll, beliebig ändern. Das Programm ist noch nicht ganz vollständig. Der Text soll gleich nach dem Start des Programmes angezeigt werden. Dazu muss der Befehlsbaustein am Startbaustein angedockt werden. Nicht benötigte Befehle können durch einen Rechtsklick auf den Block und Block löschen aus dem Programm entfernt werden. Am Simulator kannst du gleich ausprobieren, ob der Microbit auch das tut, was du ihm gesagt hast. Sieht am Simulator alles richtig aus, kannst du dein Programm direkt auf den Microbit übertragen. Klicke dazu auf den Menüpunkt Herunterladen. Sofern nichts anderes eingestellt wurde, kannst du die Datei mit der Dateiendung .hex in deinem Download-Ordner finden. Mit Klick auf Fertig kommst du wieder zur Programmierumgebung zurück. Hey, was hast du denn Schönes für mich programmiert? Ah, eine Textausgabe. Um dein fertiges Programm übertragen zu können, musst du mich zuerst mittels USB-Kabel an deinen Computer anschließen. Nun musst du in den Download-Ordner wechseln und die Hex-Datei mit gedrückter linker Maustaste auf mich ziehen. Du findest mich hier im linken Navigationsbereich. Solltest du mich hier nicht sehen können, dann trenne das USB-Kabel nochmals vom Computer und stecke es erneut an. Du kannst die Datei auch mit den Befehlen kopieren und einfügen auf mich überspielen. An der orange leuchtenden LED neben meinem USB-Stecker kannst du erkennen, dass ich mit dem Computer verbunden bin. Und ich blinke auch freudig vor mich hin, während das Programm übertragen wird. Juhu, es funktioniert! Das war doch gar nicht so schwer, oder? Du kannst mein Programm erneut starten, indem du auf den Reset-Button drückst. Na dann, bis bald. Ich freue mich schon darauf, von dir programmiert zu werden.